Heute stelle ich mal ganz provokant hier in den Raum rein, nur wenn du in deinem Selbstwert ankommst, immer mehr, immer weiter, in der Selbstliebe immer mehr lebst und bist und ausstrahlst, erst dann besteht die Chance oder die erhöhte Chance, auch mit deiner Dualseele, deinem Seelenpartner, deinem Seelenzwilling in eine wunderbare, lebbare, liebevolle Partnerschaft zu kommen. Vorher ist es irgendwie nicht möglich. Warum ist das denn so? Und vor allem, wie schaffst du es, da anzukommen? Das und mehr in diesem Video. Bleib dran, bis gleich, deine Helga. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Es geht um Wertschätzung und Selbstliebe. Die Frage ist, bist du denn schon in deiner Selbstliebe angekommen, in deiner eigenen Wertschätzung deiner Person, so wie du bist? Liebst du dich, in klaren Worten ausgesprochen, genau so wie du bist, mit all deinen Facetten? Den schönen, tollen und auch vielleicht den Mängeln, die du vielleicht in dir bemerkst, da eine Falte, da irgendwas zu dick, zu dünn, nicht gut genug oder wie auch immer. Was ist da zurzeit Sache? Warum ich diese Frage stelle? Ganz einfach. Sie hat ganz klar einen großen Einfluss darauf, wie du auf diesem Seelenpartnerweg, dem Dual-Seelenweg, vorankommst. Wenn du selbst noch nicht in diesem Selbstwert wirklich angekommen bist, ich nenne das auch dieses Ausstrahlen der Schöpferkraft, der Königinnenenergie und du immer noch mehr dieses andere pflegst. Ja, es ist schwer, das Leben ist nicht leicht, ich habe es nicht leicht, es geht mir auch nicht immer gut. Es muss dir nicht immer gut gehen. Allerdings wichtig ist, dass auch wenn es dir nicht gut geht, du dich wertschätzt und dich nicht verurteilst, dass es jetzt eben gerade nicht läuft, dass du jetzt gerade nicht gut drauf bist. Einer Königin geht es auch nicht immer gut, sie hat auch ihre Herausforderungen, ist doch Logo. Allerdings, was unterscheidet ist diese Energie, von der ich spreche, die ich in meiner goldenen Transformationsenergiekugel zurzeit immer stärker weitergebe an Menschen, die es interessiert? Es ist der Unterschied, dass die Königin sagt, oh ja, heute geht es mir jetzt nicht so gut. Okay, ich zelebriere erst einmal, dass es mir nicht gut geht, eine Zeit lang. Und dann erkenne ich meinen eigenen inneren Wert wieder, meine Wertschätzung für mich persönlich, die Selbstliebe und das Selbstbewusstsein und mach weiter. Wie heißt so schön? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und genau das ist es, was dich von dem anderen unterscheidet, dem dich selber runterziehen durch dein eigenes Denken, deine Aussagen, die du aussprichst, deine Körperhaltung, dein dich fühlen und immer weiter runterziehen. Diese andere Energie ist ja das Bedürftige gewesen in dir, das innere kleine Kind, das sich nicht wohlfühlt, das sich nicht gut fühlt, das sich nicht gesehen fühlt. Und aus dieser Energie heraus ist der Dialog ein ganz anderer, wenn es dir nicht gut geht. Du sagst dann, schon wieder. Jetzt, warum bin immer ich diejenige, die ders oder dem so schlecht geht? Warum habe ich immer das Pech? Und wie komme ich da wieder raus? Es ist ein Riesenberg von keine Ahnung, wie geht's? Und aufgrund von dessen, dass es ein Riesenberg ist, macht das kleine Kind in dir, das die Führung übernommen hat, sozusagen, erst einmal gar nichts, weil keine Ahnung, wie es geht. Und diese keine Ahnung, wie es geht. Das ist eben genau diese Energie, mit der du dich ständig in diesem nicht schönen Feld der unguten Emotionen gewissermaßen selbst gefangen hältst. Du selbst hältst dich gefangen. Allerdings sagt dein Verstand da oben, dein Mind, dein Ego, ja, der andere ist es, der andere. Wenn der andere mal weitergehen täte, dann würde es mir besser gehen und dann wäre alles gut. Nein. Wäre es nicht, kann ich dir bestätigen, das wäre es nicht, weil wenn in dir diese negativen Glaubensmuster immer noch so einen Einfluss haben, dich so stark beeinflussen, tagtäglich in den Träumen, in den Gedanken,
und so weiter. Unterbewusst immer ausstrahlen, wie so eine Resonanz, die so, also eine Energie, die rausstrahlt und die eine Resonanz zurückbringt in dein Leben rein. Dann nützt es dir auch nichts, wenn dein Seelenpartner, deine Seelenpartnerin weitergeht, weil er käme trotzdem nicht in eine liebevolle Beziehung. Es wäre dann auch das Gleiche wie mit vielen anderen Beziehungen vorher möglicherweise, die du schon gelebt hast. Es ist ja schön und dann gibt es wieder Stress und ungute Erfahrungen. Weil, warum? Weil etwas, was er oder sie macht, in dir wieder etwas antriggert, was noch da ist und sich nicht gut anfühlt. Also für dich nicht gut anfühlt. Und solange dieses in dir antriggerbar ist, also drauf drückbar auf den Knopf so und dann läuft es los, solange diese inneren alten Gedanken, Erfahrungen, Emotionen, damit gekoppelte Gefühle, mit diesen alten "Ich werde nicht gesehen", Gedanken "Ich bin nicht wichtig", "Ich werde nicht geliebt", "Ich muss viel für Liebe tun", wenn das noch da ist, wie soll es gehen? Das, was dein Verstand dir sagt, das hilft leider nicht. Hab meiner nämlich auch gesagt und letztendlich, ja, hat nicht wirklich was gebracht. Was hat mich auf dem Weg weiterkommen lassen? Das war tatsächlich dieser andere Weg, dass ich gesagt habe, so, ich gehe in meinen eigenen Selbstwert, das Selbstvertrauen, die Selbstliebe, das Selbstbewusstsein und schaue mir alles, aber wirklich alles an, was in mir ausgelöst wird durch die Aktion oder das Nicht-Agieren meines Gegenübers, meiner Dualseele. Das heißt, ich habe genau hingeschaut. Genau das ist oft die Krux an der Geschichte. Du schaust nicht so genau hin. Warum? Naja, weil es weh tut. Es tut weh. Und der Mensch möchte Schmerz vermeiden, möglichst. Es soll ja möglichst schön sein, gut sein, angenehm sein. Auf diesem Weg allerdings, den du eingeschlagen hast mit ihm oder ihr, der dir sozusagen auch in die Wiege gelegt ist, möglicherweise sogar schon, weil ich habe es ja mit 17 geträumt, dass ich mal in dieser Beziehung lande, was dann auch ein paar Jahre später so war, also 30 Jahre später war es dann soweit. Das heißt, ich habe es schon mit 16, 17 mitgeteilt bekommen, aus einem höheren Aspekt heraus, in einem Tagtraum, dass dieses Mal sein wird. Und bei dir mag es ähnlich sein, vielleicht nicht bewusst erkannt, aber unbewusst geführt. Und nun steckst du drin auf diesem Entwicklungsweg, Transformationsweg, in dieser wunderbaren Transformationszeit, die alles andere als einfach ist, gebe ich zu. Sie ist für viele von uns eine große Herausforderung. Unsicher, keine Ahnung, wie es weitergeht. Kommen wir zusammen oder kommen wir nicht zusammen? Ändert er oder sie den Weg irgendwann mal oder bleibt so, wie es ist? Eines weiß ich, wenn du nicht an diesem Selbstwert in dir eine Veränderung schaffst, die alten Programme rauskatapultierst und neue reinnimmst, die sinnvoller und zielführender sind, nämlich so wie ich bin, bin ich absolut perfekt. Ich bin Liebe. Die Liebe ist mein Geburtsrecht. Die Liebe fließt mir jederzeit mit Leichtigkeit zu in mein Leben hinein. Einfach so. Ich brauche gar nichts machen. Wenn das ist, was du fühlst, denkst, ausstrahlst, was geschieht? Deine Welt wird sich auf wundersame Weise verändern, so wie sich meine auf wundersame Weise verändert hat. Allerdings erst, nachdem ich diese Programme umgeschrieben hatte, weitgehend. Vorher war das ein Horror. Nichts lief so, wie ich wollte. Alles lief so, wie ich es nicht wollte. Ich immer die Arme, das Glas immer halb leer. Die anderen haben es, ich hab's nicht. Die anderen haben es, ja, und ich, Helga. Tja, ich hab's nicht. Wie fürchterlich. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Du schielst zu den anderen rüber, die haben's und du? Never ending story. Kreislauf, Kreislauf, Kreislauf. Auf und nieder, immer wieder. Und woran liegt's? Einfach daran, dass du nicht am Punkt bleibst, nämlich an den alten Glaubensmustern, die deine Prägephase einfach mit sich bringen. Du bist groß geworden in einer Family, beim Vater, bei der Mutter, und die haben deine Welt geprägt. Durch ihr so sein, wie sie sind, ihre Beziehung leben, wie sie leben. Du hast Geschwister möglicherweise oder andere Erfahrungen noch gemacht, später, natürlich später in der Schule, im Beruf,
im Kindergarten auch schon, immer. Mit den Eltern machst du Erfahrungen, mit den Freunden später. All das, was du erlebst, summiert sich auf und immer wieder wird ein Muster sichtbar. Naja, so gut bin ich wohl nicht oder ich bin anders wie andere, keiner versteht mich. Also ziehe ich mich mal zurück, bleib mal lieber bei mir, sag weniger, halte mich auch vielleicht für nicht richtig. Habe ich ja gemacht eine Zeit lang, bis ich erkannt habe, nee, also ich bin ja sehr gut, es ist alles gut, wie ich bin. Ich habe einfach nur eine feinere Wahrnehmung wie andere und die anderen merken es eben nicht. Das heißt aber nicht, dass ich falsch bin, sondern dass ich halt etwas mehr spüre wie mein Gegenüber. Mehr heißt es nicht. Allerdings, dafür brauchte ich schon einige Jahre, da war ich über 30, als mir das bewusst wurde, dass ich eben das, wie ich bin, nicht das ist, wie jeder andere ist. Und es ist auch bei dir so. Du bist einzigartig, einmalig, wunderbar. Allerdings, die inneren Programme sagen dir was vollkommen anderes. Nämlich, nicht gut genug, nicht hübsch genug, nicht dünn genug, nicht das genug und nicht das und nicht das und nicht das. Und das ist ein Riesenberg. Und nun ist deine Aufgabe, gerade auch dann, wenn du deiner Dualseele begegnet bist, genau dann ist es besonders deine Aufgabe, hinzuschauen, den eigenen Wert anzuschauen. Wie wertschätzend bist du dir gegenüber, in deinen Handlungen dir gegenüber? Ist da viel Wertschätzung da oder eher dich selber klein halten? Ist da viel Selbstliebe da oder eher dich selber schlecht machen? Wie viel Selbstbewusstsein ist da? Gehst du einfach bewusst auf deinen Seelenpartner zu, egal was passiert, ob er dich jetzt abweist oder nicht, weil du es dir wert bist, weil du weiter möchtest, weil du Klarheit möchtest, du möchtest Klarheit haben, absolute Klarheit. Die bekommst du allerdings erst dann, wenn du hinschaust. Du bekommst Klarheit erst dann, wenn du es dir genau anschaust. Vorher erhältst du Unklarheit. Altes Feld, das du ständig neu begehst, ein gleicher Weg, den du immer läufst, du begehst sozusagen immer die gleichen Wege, schaust immer auf den gleichen Missstand, statt wie es die Königin täte, auch mal drüber hinauszuschauen und sagen, ah, das gefällt mir jetzt aber nicht mehr. Und dann den inneren Schöpfer in dir aktivierst, indem du mutig voranschreitest, zu dir selber stehst, dein Ding machst. Darum ist dieses Thema mit dem Selbstwert so extrem wichtig. Darum, ohne diese Selbstliebe zu dir, geht dieser Weg fast nicht weiter. Du stagnierst. Der andere macht überhaupt nichts. Die andere macht nichts. Du selber machst auch nicht viel, weil du stagnierst ja. Du gehst nicht den Weg, der jetzt ansteht, nämlich in die Selbstliebe zu gehen und da drin auch zu bleiben. Nicht nur da reinzugehen, ab und zu mal. Nein, du bleibst da drin. Du gehst dann immer raus. Warum auch? Wenn du einmal erlebt hast, wie wunderbar es läuft, wenn du in diesem Selbstwert drin bist, jeden Tag, und wenn du mal kurz rausfällst, da wieder reinspringst schnell und die Selbstliebe aktiv ist, dann willst du nimmer zurück in dieses alte Feld von Opfer und Bedürftige und ich krieg's nicht hin, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall. Also, diese Selbstwertthemen, diese Selbstliebe ist im Grunde der Garant. Denn du hast erkannt oder erkennst auf diesem Weg immer mehr, wie wichtig es ist, in diesem Selbstwert zu sein, weil es der Garant ist, anzukommen, erst einmal bei dir selbst. Das ist das Hauptankommen. Um das geht es in erster Linie. Und dadurch, dass du immer mehr bei dir ankommst, besteht die Chance, und die ist sehr erhöht und sehr, sehr groß, dass du dann auch nach und nach in dieser lebbaren Beziehung ankommst mit deinem Gegenüber, deiner Dualseele, deinem Seelenpartner, deiner Seelenpartnerin, wenn es ansteht. Das heißt, wenn der andere mitmacht. Viele sagen mir, ja, jetzt bin ich schon so weit und trotzdem sind wir nicht zusammengekommen. Ist das jetzt ein Irrtum? Nee, es ist kein Irrtum, wenn dein Gegenüber die Aufgabe nicht macht. Und dafür kannst du ja letztendlich gar nicht so viel tun. Du kannst nur dein Ding erledigen, deine Aufgaben. Die Aufgaben, die deine Dualseele zu tun hat und dein Gegenüber,
die darfst du dort lassen. Du darfst die Verantwortung des anderen, der anderen bei ihm oder ihr lassen. Du kannst den anderen, die anderen nicht mitschleppen und dann glauben, es wird es in eine Beziehung gehen. Wenn er oder sie nicht bereit ist, auch genau hinzuschauen, sich exakt den gleichen Weg sozusagen zu eigen zu machen, den du bereits gegangen bist, kann auch dann selbst eine Dualseelenbegegnung nicht schnell in eine Beziehung münden, weil es ist noch der andere Teil des Weges, nämlich des Gegenübers, deiner Dualseele. Diesen Weg darf er oder sie machen. Und du kannst dabei gar nicht viel machen. Du kannst nur sein. In der Liebe, im Selbstwert, in der Zuversicht, in der bedingungslosen Liebe, nicht in der Erwartung, dass er oder sie es schnell macht, nicht in dem haben wollen, dass es nur in die vorangeht. Das wäre ja wiederum nicht bedingungslos. Und dadurch kann es sein, dass es sich anfühlt wie, jetzt habe ich so viel gemacht, und trotzdem hat es nicht geklappt. Habe ich mich getäuscht, kommt dann die Frage. Eine Frage vom Verstand wieder mal. Habe ich mich getäuscht? Das fragt der Verstand ja häufig. Habe ich mich jetzt wieder getäuscht? Liege wieder falsch? Hör mal auf dein Herz. Hör mal auf dein Herz. Nicht auf den Denker da oben. Hör auf dein Herz, auf deine Gefühle, auf die Liebe. Und dann wirst du schon die richtigen Antworten bekommen, wenn du bis dato es geschafft hast, diesen Denker nicht immer im Vordergrund zu haben. Und das wirst du auch schaffen, wenn du diesen Weg weitergehst. Und die zweite wichtige Aufgabe ist neben diesem Selbstwert erhöhen, der Selbstliebe Erhöhung, ist das Denken verringern und mehr im Fühlen ankommen. Aber das ist ein eigenes neues Videothema. Das mische ich jetzt nicht mit hier rein. Die Frage ist nun, wie kommst du denn immer mehr in der Selbstliebe an? Das habe ich ja schon erwähnt, es geht um diese alten Programme zu eliminieren. Das heißt, wir können sie ja nicht löschen mit einem Löschknopf wie beim PC, das wäre ja schön, sondern du darfst sie überschreiben. Und zwar überschreiben mit neuen, positivsten, den schönsten Schöpfersätzen, kraftvollen Sätzen, die dir einfallen. Und zwar auf längere Sicht gesehen, denn wenn du jetzt schon 30, 40, 50 bist oder noch älter und es läuft schon 30, 40, 50 Jahre, das alte Programmlein, tja, dann benötigst du halt auch ein paar Tage mehr, als du vielleicht denkst oder glaubst oder erwartest oder hoffst, dass du das umschreibst. Und das geht nur mit Konsequenz, hinschauen, Konsequenz, tun und so weiter. Und dies ist auch mit einer dieser Faktoren, warum es manchmal sich so zäh anfühlt, weil du tust ganz viel für lange Zeit, dann machst du wieder so gedanklich eine Pause. Ja, genug geschafft, nun muss es auch mal so laufen. Und du hörst ein paar Tacken zu früh auf, diesen Umbau zu machen und fällst wieder voll ins alte Loch zurück, weil die Programme sehr mächtig sind. Tja, das heißt, bitte nicht zu früh aufhören. Am besten täglich weitermachen, vielleicht bis zum Lebensende, keine Ahnung. Wenn du mal ein Programm entwickelt hast in dir oder in dich hineinprogrammiert hast, ein neues Schöpferprogramm, ein Ich-Kriegs-Hin-Programm, Ich-Bin's-Wert-Programm, ich bin die Beste oder ich bin der Beste, wie auch immer, dann wäre es doch schade, dieses Programm wieder zu verlieren, indem du in die andere Richtung eintauchst, okay? Also das würde ich jetzt nicht befürworten. Was ich dir heute in diesem Video mitgeben möchte, ist Folgendes. Erstens, es geht um diese Selbstliebe, den Selbstwert. Zweitens, es geht ums Tun, ums Hinschauen, ums Machen, ums Dranbleiben und bei dir vor allem machen. Bei dir, nicht im anderen irgendwas programmieren wollen oder verändern wollen oder erreichen wollen. Du bist der Schöpfer deines Lebens und er oder sie, der Schöpfer, die Schöpferin ihres oder seines Lebens. Also du selber kannst es gar nicht. Also versuch's bitte auch gar nicht. Bleib bei dir, mach dein Ding und komm an. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du jetzt gerne weiter mit mir arbeiten möchtest, weil du denkst, naja, vielleicht oder fühlst, da könnte ich noch was lernen, da könnte ich vielleicht auch mit der goldenen Energiekugel arbeiten lernen, weil mir fehlt das passende Werkzeug,
um auf dem Weg zu bleiben, um in der Schöpferkraft anzukommen und vor allem drin zu bleiben, dann bin ich gerne für dich da. Schreib mir eine E-Mail, eine SMS oder über meine Homepage, über das Kontaktformular geht es auch. Und dann bin ich gerne für dich da. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen und ich freue mich über Feedbacks, Likes, Kommentare in der Kommentarfunktion, genau. Denn dadurch sehe ich, dass ihr mitarbeitet, dass ihr euch Fragen stellt, dass ihr weiter wollt. Und ich freue mich auch, wenn du weiterkommst auf diesem spannenden Weg. Ich sage dir schon mal Tschüss, bis zu einem nächsten Video und ja, lass dir gut gehen. Deine Helga.